Ja, es ist endlich soweit. Global Events geht los und wir werden uns direkt mal anschauen, was es jetzt alles so Schönes gibt. Ach du Scheiße. 7 Tage verbleiben und ich muss noch 900 Punkte verdienen für meine erste Kiste. Okay. So, was hat denn der Global Events Officer für uns hier? Ah ja, Countdown, dies, das und jenes. Gespielte Zeit, 6 Minuten. Okay, das. Okay, der Countdown funktioniert nicht richtig. Ist aber nicht so schlimm. Ah ja, das ist Statistikmeister. Okay, was haben wir alles gemacht? Was haben wir alles rausgeschrieben? Aha. Ah, guck mal hier, die ganzen Einsätze. Okay, unvollständig. Was ist das hier? Sie haben alle in diesem Dossier-Menü angesehen. Belobigung, okay. Tötungen, was ist das hier? Verhalten. Ah, okay. So, Global Event Bestenliste. Ist noch offline. Es war mir irgendwie so klar. Okay. Achso, und ihr müsst euch nicht wundern, der gute Paradox Poison ist noch mit im Chat. Also nicht wundern, wenn ihr nebenbei Geräusche hört, der lädt noch das Update runter. Bist noch da? Yannick? Ja, bin da. Alles klar. Er Hallo ist immer zusammen. unterwegs. So, was haben wir denn hier? Ach was. Behälter 1500. Set, Exotik oder geheimes Set? Und dennoch mal Ausstattung. Okay. Und was haben wir da? High-End oder da. Okay, es lohnt sich definitiv nur die für 1500 zu holen. Okay. So, schwerer Ausbruch und kritischer Ausbruch. In der PTS-Phase Phoenix war die zweite Phase nicht aktivierbar. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall. So. Und vor allem bin ich gespannt, wie sehr die Leute drauf aus sind, einen Heiler bei sich in der Gruppe zu haben. Dann legen wir nämlich gleich mit los. Ah, guck mal, hier ist ja alles direkt. Ah, ist alles markiert, okay. Ah, nur die linke Hälfte der Map. Naja, kann man nichts machen. Okay. Heiler. Ja, dann würde ich mal sagen, legen wir direkt los. Auf ins Flüchtlingslager. Muss sagen, in der PTS war die ein bisschen schwer. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, sie haben die Verseuchung zurückgenommen. Ein kleines bisschen. Bin ich mal auf jeden Fall gespannt. So, auf Herausfordern suchen wir auf jeden Fall. 750 Global Event Punkte. Und wir können kritisch sogar auch schon machen. Aber es gibt keinen Unterschied. Wo ist der Unterschied jetzt? Schwerer Ausbruch. Ausbruchverhalten und Gegner sind ansteckend. Okay, dich nicht zu nah ranlassen. Okay. Verhalten Sie den schweren Ausbruch. Außerdem werden durch Kopfschussmarkierer ein Kopfschuss deines anderen Ehren sofort getötet. Ach, dann haben die das jetzt gesplittet, weil eigentlich im PTS war das ja zusammen. Okay, Spielersuche. Ich bin gespannt. Und du sag mal deinem Internet-Hamster, dass er schneller laufen soll. Dass die Kilo bald mal hier ein Ja, der bisschen. hat noch 8 Minuten. Der hat noch 8 Minuten. Okay, wahrscheinlich nicht 8 Minuten, nur etwa 5, aber zeigt auch dann. So, ich bin gespannt. In der PTS-Phase habe ich eigentlich sofort immer ein Match gleich gefunden. Warum es jetzt hier jetzt nicht ist, ist interessant. Oh, ich bin zum Ein Gruppenführer benannt weiterer worden. Agent ist Ihrem Team bei. Okay, ich bin gespannt. Mal gucken, was passiert. Obwohl ich eigentlich Auffüllen ausgemacht habe. Agent, hier ist Dr. Kander. Ich wollte So. nochmal betonen, wie Alle da, okay. wichtig es ist, alle Was haben wir dabei? Wir haben einen zivilisten zu Schildtypen, wir haben einen Damage-Dealer und wir haben einen Flammenwerfer-Typen. Okay, wer ist der Flammenwerfer-Typ? Bist du. Hoffen wir mal, dass es ein Taktiker ist. Nicht, dass es ein Fire-Chest-Spieler ist. Weil Taktiker ist weitaus effektiver. Was für eine umständliche Art zu sagen ist, dass die Leute am So. Leben bleiben müssen, bis ich habe, was ich brauche. Verstanden? Ich bin mal echt gespannt, wie der Schildtyp jetzt stirbt. Stirbt er? Oh ja, der verliert richtig Energie, der Junge. Geh da nicht so nah ran, du Trottel. Ja, okay. Viele Leute wissen nicht, worum es geht in diesem Modus anscheinend. Bin mal gespannt, wenn die Nahkämpfer kommen. Da so abgeht. So, den helfen wir. Oh, da kommen schon die ersten. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Ah, sind tot. Okay.
Okay, die Leute wissen zum Glück, was sie tun. Das ist sehr gut. Wird sich auf jeden Fall zeigen, wenn die zweite Welle anfängt. Da löse ich selbst manchmal einen Vibe aus. Ah, okay, wir haben Headshot-Bonus. Okay. Der Damage-Dealer ist ein guter Damage-Dealer. Was ist denn das überhaupt für einer? Interessant. Der Damage-Dealer spielt mit einem Defense-Set, spielt aber kein Shield. Okay. Ach, wahrscheinlich wegen dem Schutz vor Elite. Das kann sein. Bin ich mal gespannt, ob Schutz gegen Elite was bringt gegenüber den Verseuchungsschaden. Weil das ist eigentlich exotischer Schaden. Wo ist eigentlich Final Measure für? So, da kommen sie. Die Verseuchung hat aber eine Reichweite, das glaubst du nicht. Ein Agent aus ihrem Team ist getroffen und braucht Unterstützung. Okay, unsere Verbündeten kriegen ganz schön auf den Sack. Ja, geht da nicht so nah ran, Leute. Gibt's ratzfatz einer aufs Maul? Ja, der Flammenwerfer-Typ ist zusammengebrochen. Was sind das für einer? Alpha Bridge. Alpha Bridge? Ach nö, das ist einer von diesen Idioten, die Alpha Bridge mit Elektrik spielen, oder was? Da hat wieder einer Captain Lightbeer geguckt. Sicher, wenn man ein völkermordender Irrer ist, haben sie sich mal gefragt, wie es verdient zu überleben? So, ich gehe da nicht so weit nach vorne. Die Tür geht hier nämlich da, kommen sie. Aber wer blockt mich denn hier? Ja, Leute, ihr müsst schon... Ja, ein Traum. Das Team ist der Traum. Dann erkennst du wieder zu 100%ige Solo-Spieler. Keine Ahnung vom Teamplay. Vielleicht sind es auch Anfänger, das kann auch sein. Oh, da kommt Big Papa. Los, schieß mal hier. Ja, sieht gut aus hier. Ein Agent in ihrem Team. Wir haben den Bug immer noch nicht gefixt. Ich könnte kotzen, Alter. Ich kann nichts machen, Leute. Es tut mir leid. Der Bug ist nicht gefixt. Man kann Leute immer noch nicht heilen, wenn sie in einer Heilstation stehen. Dann kann man sie immer noch nicht mit Verbündetenheilung hochhelfen. Das geht immer noch nicht. Dieser Bug wurde immer noch nicht behoben. Schön. Macht bei Global Events, wo das extrem wichtig ist, auch sehr viel Sinn, dass das immer noch verbuggt ist. Schön. Finde ich cool. Ja. So, ich hoffe, die drei Jungs haben daraus gelernt, dass man nicht so nah an den Gegner rangehen sollte. Ach, der spielt mit einer U-Bahn. So, funktioniert das jetzt wieder? Ja, jetzt funktioniert. Okay. Solange er... Ja, so das Problem ist, solange er in diesem Ding drin ist, kannst du vergessen. Ah, okay, wir haben ein Delay. Das ist nicht gut. Naja, die Server sind gerade erst hochgefahren. Wahrscheinlich kommen gerade 10.000 Leute auf einmal auf den Server.
Aber das Problem ist einfach, die Jungs sind doof. Der Schildtyp macht nichts. Der Typ mit dem Schild steht nur rum. Er macht einfach nichts, weißt du? Das ist das Problem. Er ist der Damage-Dealer und er macht nichts. Nö, ich kann nichts machen. Ich könnte den Typen hochhelfen, wenn meine Damage-Dealer mal was machen würden, aber... Es ist leider nicht so, dass man hier mit fähigen Leuten spielt, so wie es ausschaut. Sind wohl Leute, die also mit 1.2 wohl das Spiel aufgehört haben und hier nicht mehr wissen, wie das Spiel funktioniert. Weißt du, ich bin der Medic und der Damage-Dealer geht hin und hebt ihn hoch. Willst du mich verarschen? Ja, das daran erkennt man Leute, die haben einfach keine Ahnung von dem Spiel. Dieses Ich-Bezogene wieder. Mann, dieser Verseuchungsradius ist aber auf Critic extrem, Mann. Kommst ja auf keine 20 Meter ran. Ah. Ja, Keule, ich würde abhauen an deiner Stelle. Ich muss sagen, die Schildspieler sind ziemlich schlecht hier in der Gruppe. Wirklich. Also, die sind total panisch. Man weiß nicht, was sie machen sollen. Und vor allen Dingen, sie bleiben hinten. Sie bleiben hinter mir als Heiler. Das ist der Hammer. Ich gehe nicht voran, Leute. Das könnt ihr selber machen. So, ich muss jetzt mal Munition holen. Die Cleaners halten die gesamte Zeltstadt gefangen. So sieht es aus und es passt zum Vorgehen der Cleaners. Wenn sie die Überreste eines aufspürbaren Virus beseitigen wollten, wohin würden sie... Bin mal gespannt, wann der erste von denen abhaut. Dahin, wo die größten Konzentrationen sind. Flüchtlingslager, Barackenstädte. Verdammt, sie glauben doch nicht... Drakonische Maßnahmen. So, ich hoffe, die Jungs sind jetzt so schlau und bleiben nicht wieder vorne. Wenn man ein völkermordender Irrer ist, haben sie sich mal gefragt, ob wir es verdienen zu überleben? Jeden Tag, Doktor. Jeden Tag. Krieg, Agent. Oh nein, Sackgasse. Ach, hier geht's raus. Perfekt. Oh nein, ich hab Bug. Was ist hier los? Ich kann nichts. Jetzt endlich. Nicht weglaufen, Keule. Bleib bei mir. Ja, ich kann ihm da nicht helfen, weil er nicht mitkommt. Das ist das Problem. Boah, die rennen jetzt aber. Warum rennen die? Ist hier irgendwo ein Flammenwerfer von uns? Wir sind kontaminiert. Okay, die Dicken sind zum Glück tot. Das ist schon mal gut. Interessant, ich kann ihn auf die Waffe schießen und kriegt er Schaden. Okay. So. Okay, das sind auf jeden Fall Jungs, die nicht in der PTS waren. Na gut, sagen wir es mal so, die haben ja doch ziemlich viel Scheiße gebaut mit dem Verschicken. Nicht so nah rangehen, Leute.
Wie sich die beiden Schildspieler gegenseitig blocken, wenn sie in den Waggon rein wollen, ist das geil, Alter. Das ist ja Slapstick vom Feinsten, Alter. So, mal gucken, ob es dafür eine. Da gibt es doch, glaube ich, was für, ne? Yep. Ah, doch nicht? Okay. In der PTS gab es dafür, wenn du Fallen zerschossen hast. Vielleicht habe ich schon ein paar. Wow! Alter, wir hatten da gerade den Kopfschuss gerissen. Ein Fettsack mit Flammenwerfer hat er einfach mit einem Schuss volle Energie mit Rüstung weggefetzt. Bestimmt der Urban-Spieler. Und wieder. Ah ne, ich mach das. Achso, ich hab den. Haha. Wie, warte mal, wie hab ich denn das gemacht? Ich spiele doch hier voll schlecht mit einer AK. Oder ist das nur der Bonus? Ich weiß es nicht, Leute. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich liebe das, wie keiner von denen vorangehen will, weil keiner weiß, was als nächstes kommt. Okay, der Papa, der macht das hier für euch. Der Papa macht das schon. So, warte, wir haben einen verloren. Wo ist er? Da ist er. So, jetzt muss aber mal einer hingehen, Leute. Okay, er geht vor, das ist gut. Nimm Trigger dran. Boah, ich muss aber sagen, den Rückstoß von der AK, den haben sie aber verändert. Nein, hat daneben geschossen. Boah, wie er einfach hier hochkommt. Tatsächlich. Diesmal habe ich nicht das Headshot-Symbol ausgelöst. Wie habe ich denn den Fettsack nur weggefetzt? Das muss irgendwie ein Bug gewesen sein. Und wie weit ist es bei dir? Ja, ich bin jetzt und habe jetzt mal mein erster Behälter geöffnet und schau mich mal ein bisschen um. Okay. Ja, lass dich nicht erschlagen von den vielen Infos, die dir zu. Und wie viel Schlüssel hast du bekommen? Wahrscheinlich entzündlich. Oh, Untersuchung empfohlen. Bestätigt. Es ist tatsächlich Napalm. Bei diesen Mengen müssen Sie vorhaben, das ganze Depot wieder zu. Kannst du in der Tasche gucken? Nicht nur die gesamte JTS-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Zeltstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen sie aufhalten. Boah, Alter, hab ich die Steuerung viel langsam eingestellt? Kommt gerade nicht hinterher. Ich höre gerade gar nichts. Warte, ich bin mitten im Kampf, weil du gerade so leise bist. So, was? Kannst du den Schlüssel einfach auf den Kopf hauen oder benötigst du die noch irgendwo anders? Nein, das ist nur für die Supply Drops. Das ist wie Call of Duty Points, die du dir manchmal kaufst. Oder wie hier diese Blitze, die man verdienen kann, die ich ja immer nur nehme. Man kann die aber farmen. Man muss die nicht kaufen, diese Schlüssel, ne? Die kannst du farmen. Man kann diese Fragmente sammeln. Und, also, du musst da kein Geld investieren in das Spiel, das ist das Gute.
So, jetzt bin ich gespannt. Die Ecke ist schwer. Jetzt bin ich echt gespannt. Help mal, keep on cracking. Komm, ich kann ihn nicht heilen. Ich habe den übelsten Delay auf meiner LA-Taste, auf meiner L1-Taste. Komm schon, der Schwachpunkt könnte jetzt so langsam mal. Okay, Agent. Eine Einsatzgruppe von Sarah und JTF steht bereit, sobald sie die Lage im Griff haben. Sie werden Proben von allen Flüchtlingen nehmen, die sie finden. Bam, Junge, da ist der Kopf explodiert. Ein paar Rettungssanitäter sind dabei, ja. Sieht voll fake aus. Als wenn so ein Sack mit rotem Sand explodiert. Die anderen können erste Hilfe leisten. Sie wissen, wie man eine Vene findet. Also los, Agent. Ja, wo gehen die jetzt hin? Gehen die auf die erste Sockel oder auf den zweiten Sockel? Oder sich zu infizieren. Ja. Sie bleiben unten. Okay. Das ist interessant. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der unten bleibt. Also los, Agent. Die wissen wohl nicht, dass gleich die RC-Autos kommen. Hast du dir... Wenn du mal gleich Zeit findest, wenn du die Taschen da öffnest, musst du mal bei Ansehen, Aussehen und dann auf Kollektion gehen, was es da für geile Klamotten jetzt gibt. Ja, ich hab gerade die Schirmerhose und die Taschen verboten. Hast du Glück, ich habe zweimal Taktikerschuhe in derselben Tasche bekommen. Und das Geile ist dann drittes Mal nochmal in der nächsten. Ich finde vom Taktika die rote Barrett-Mütze voll geil. Die will ich unbedingt haben. Ich habe Reclaimer. Bei Reclaimer fehlt mir ein einziges Teil. Dann habe ich es komplett voll. Ich glaube, die Hose oder die Jacke war es. So, jetzt bin ich gespannt. Okay, der Level kommt wieder nicht mit. Interessant. Der Level kommt wieder nicht mit, okay. Aber die Grafik ist so richtig klar und sauber, wenn du das ansiehst, was du anhast. Wie dein Skin aussieht. Wie der Dicke da die Kisten hochhebt. Ja. Ja, beim ersten Mal, ich habe mich voll erschrocken, weil das kommt einfach sofort, diese Animation, weißt du, ohne schwarzen Bildschirm, ohne gar nichts. Und jetzt, boom, knallt er die Tische, die Kiste auf den Tisch. War schon übel. So, anscheinend haben wir hier einen Bug oder das Spiel kommt gerade nicht mit. Leute, ihr kennt wohl Trick 17 nicht, ihr müsst zurücklaufen, bis das Spiel den Checkpoint neu lädt. Jetzt, siehst du, Checkpoint neu geladen, los geht's. Oh, Auto, Auto, Auto. Glück gehabt. So, ich bin mal gespannt, wie der Bossfight wird. Der war ziemlich knorke im Testserver. Oh, hi. Ich hab die rote Taktik mit. Nee, echt? Ja. Nein, nein, das darf doch nicht wahr sein. Warum ausgerechnet du? Das darf doch nicht. Echt, jetzt hat er die bekommen. Ja, das ist der härteste Taktikspieler, der ist gut. Ja, er hat nicht mal ein Setteil von dem Scheiß, weißt du? Und er kriegt das scheiß Outfit. Fuck.
glaube, das stimmt nicht eigentlich. Ich schaue jetzt gleich mal im Lager, ob ich das. Ja, wahrscheinlich mal so irgendwann gesammelt. Vergessen zu wegzuschmeißen oder so. Okay. Okay, jetzt wird's interessant. Hier oben wird jetzt echt eine Hölle. Bin echt gespannt, ob das klappt. Scheiß doch auf den erst, Martinez. Wow, Alter! Wow, beide Bosse schon tot, was? Alter, sind das Damage. Ist ja krass, wenn man die... Und nochmal! Die Bosse sind tot. Alter, wie krass, wenn dieser Headshot-Multiplikator startet, Alter. Der geht's ja hier ab, Alter. So, wir müssen hier mal kurz weg. Das ist das Global Event Ausbruch. Ja, die Hudson Flüchtlingslager mache ich hier gerade mit irgendwelchen fünf Leute. Wir sind gleich durch, dann können wir machen. Das Global Event zählt, glaube ich, für nur für die Mission, glaube ich. Aber ich glaube vielleicht auch für die offene Welt. Da können wir wieder Boss farmen. Weil da gibt's viele Fragmente, nämlich. Freue mich schon richtig drauf. Aber du musst irgendwas mit deinem Mikro machen oder mit deinem Headset, dass das lauter ist. Also, ich habe das Spiel auf Lautstärke 20 und du gehst immer noch unter. Das ist voll krass. Wie schaut's denn bei ihm da unten aus? So, besser? Ey. Ja, jetzt bist du lauter, jetzt bist du lauter. Okay. Aber das ist eben nur bei dir so, dass du mich so leise hörst. Ja, das ist, weil Schweiz ist weit weg, weißt du? Da geht, wenn man unten ins Tal reinschreit, Richtung Deutschland, da dauert's halt ein bisschen. Da hat man viel Verlust. Ja, ja. Ja, keine Ahnung, warum das immer nur bei dir. Bei keinem habe ich diese Lautstärke-Probleme wie bei dir. Das von meinem Bruder haben wir ab und zu Probleme in Sachen Verbindung, Lag und so, aber wir sind immer laut in der gleichen Lautstärke. Aber bei dir ist irgendwie immer... Nö. Heute nicht. Agent, ich bin heute die Prinzessin, sagt der Headset. So. Zeit 12 Minuten. So, jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn man die abschließt. Okay. Ich weiß halt nicht, was spielen, bin ich immer Damage-Dealer. Ich habe noch 99 Zieldaus, gut gemacht. Ja, gut gemacht. Also Proben. Okay, erfüllt, hey. Wie ich schon sagte, Belohnung ist normales Standardzeug. Archiviert werden, damit wir die wesentlichen Faktoren ermitteln können. Okay. Wechseln wir auf einen anderen Kanal, damit wir den Agenten nicht langweilen. So. Hochrisiko ziehen.